CDU-TV an diesem Wahlsonntag von Nordrhein-Westfalen mit einem Bericht aus dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Sie sehen jetzt gleich bei uns die Pressekonferenz von CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe in Ausschnitten. Die CDU hat in Nordrhein-Westfalen überaus schmerzhafte Verluste hinnehmen müssen. Dies gilt es ohne Wenn und Aber festzustellen, auch wenn wir noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen erleben zwischen den beiden großen Parteien und natürlich hoffen, am Ende die Nase vorn zu haben. Ich will zu Beginn Dank sagen Jürgen Rüttgers und den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern in Nordrhein-Westfalen, die bis zum letzten Tag beherzt um jede Stimme geworben haben. Und ich rufe Ihnen allen zu, wir haben gemeinsam am Tag der Bundestagswahl unseren Sieg gefeiert. Wir stehen auch heute im Angesicht der Verluste eng zusammen. Die schmerzhaften Verluste haben eine Fülle von Ursachen, ein ganzes Bündel. Und es hilft nichts, auch der holprige, der schwierige Start der christlich-liberalen Koalition, zu viel unnützer Streit auf offener Bühne, hat dazu beigetragen, hat für Gegenwind vor Ort gesorgt, auch wenn wir in den letzten Wochen erkennbar Tritt gefasst haben. Hinzu sind Themen und Ärgernisse in der Landespolitik gekommen, die die erfolgreiche Bilanz der christlich-liberalen Koalition unter Führung von Jürgen Rüttgers in den Hintergrund haben treten lassen. Und schließlich ist da die allgemeine Verunsicherung, die Sorgen, die die Menschen umtreiben im Hinblick auf die Stabilität des Euros, die Lage in Griechenland zu nennen. Gerade in dieser Situation sind alle zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Wahlergebnis aufgefordert. Denn erstmals müssen wir damit rechnen, dass eine linksextremistische Partei dem Landtag von Nordrhein-Westfalen angehört, eine Partei, die seit der Regierungszeit von Rot-Grün unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. Und es ist wichtig und entscheidend, dafür zu sorgen, dass diese politische Kraft keinen entscheidenden Einfluss auf die Politik in diesem wichtigen deutschen Bundesland gewinnt. Dafür stehen jetzt alle in der gemeinsamen Verantwortung.